Ein Freund schickte mir dieses Video und ich finde den Inhalt etwas suspekt und möchte das hier kurz anschneiden. In diesem Video behauptet der Sprecher, dass das Legen der Hand auf die Stirn, so wie man das aus der türkischen Kultur kennt, wenn Jüngere die Hände von Älteren küssen, seien es die Eltern oder andere respektable Personen, sie küssen die Hände und machen dann eine Bewegung. Ja, sie nehmen die Hand und berühren damit ihre Stirn. Und er meint, dass dies nicht erlaubt sei und weil es sich um eine Art der Niederwerfung, also den Sujud, handle. Und wir schauen uns das Video kurz an und dann gehen wir auf das Video ein mit einigen Punkten, die die Problematik von dieser Aussage darstellen. أراد أن يقبل يد جده أو أحد من كبار السن يعلمونه هكذا يقبل التقبيل وهذا ما في شيء بعدين يفعل كذا طبعا التقبيل قال ما في شيء عادي يجوز أن نقبل يد والدنا يد شيخنا يد أمنا يجوز لكن هو ينبه الآن إلى هذه الحركة يقبل يفعل هذا هذا سجود هذا سجود لا يجوز بعض المشايخ في بعض الطرق يربون أتباعهم على هذا تقبل يد الشيخ ثم تسجد عليها تضع جبهتك عليها وضع الجبهة على الكف هذا سجود نعم وضع الجبهة على الشيء يسمى سجودا له ولا يجوز التقبيل لا مانع إذا كان يستحق التقبيل كبير في السن عالم صاحب فضل لا مانع الوالدان قبل يده لكن لا تسجد عليها Also, wie wir gesehen haben, geht es nicht um das Küssen der Hände, was man in manchen Kulturen kennt. Das soll in Ordnung sein. Diese Gestik aber, bei der man die Hand dann nimmt und damit die Stirn berührt, das soll problematisch sein. Und oder vielleicht sogar in Richtung des Schirk gehen. Diese Behauptung ist aus mehreren Gründen fraglich. Erstens, die Niederwerfung ist nicht bloß das Berühren von etwas mit der Stirn. Nicht, wenn ich irgendwas mit meiner Stirn berührt habe, habe ich mich vor dieser Sache niedergeworfen oder habe ich damit eine Niederwerfung ausgeführt. Die Niederwerfung ist eine ganz oder eine gesamtheitlich zu beachtende Körperhaltung oder zu betrachtende Körperhaltung. Eine gesamtheitlich zu betrachtende körperliche und spirituelle Haltung. Im allgemeinen sprachlichen Sinn, nichtsdestotrotz, ist der Sujud die Verbeugung. Der Sujud al-Inhina, also rein linguistisch auf der sprachlichen Ebene, ist das einfach die Verbeugung. Aber nicht irgendeine Verbeugung, sondern eine intendierte, eine beabsichtigte Verbeugung. Im islamrechtlichen Sinne ist es nicht irgendeine Verbeugung, sondern die Berührung mehrere Körperteile mit dem Boden, wie im Hadith von Ibn Abbas radiallahu anhuma überliefert wird, der im Bukhari überliefert wird, möglicherweise auch bei Muslim. Er sagte: Umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum. Mir wurde befohlen, also der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt das, mir wurde befohlen, mich auf sieben Knochen niederzuwerfen. على الجبهة وأشار بيده إلى أنفه er sagte auf die Stirn und er zeigte mit seinem Finger auf die Nase also Stirn und Nase واليدين والركبتين und den Händen den beiden Händen den Knien وأطراف القدمين und den Zehenspitzen beider Füße das ist der erste Punkt der zweite Punkt ist wir müssen differenzieren zwischen intendierter, beabsichtigter Verbeugung oder Niederwerfung und einer Bewegung, die aussieht wie eine Verbeugung oder eine Niederwerfung, wobei jedoch nichts von beidem intendiert wurde, sondern eine ledigliche Abhängigkeit zwischen ihr, also dieser Handlung, die aussieht wie eine Verbeugung oder Niederwerfung,
und einer anderen Handlung besteht. Und damit kommen wir zum dritten Punkt, damit wir das genau verstehen. Er sagt nämlich hier, dass das Küssen der Hände einer Person aus Respekt erlaubt ist. Das ist in Ordnung so. Das Küssen der Hände aber, wenn wir das genauer betrachten, erfordert in der Regel eine Form der Verbeugung. Man muss sich ja verbeugen, um an die Hand der Person ranzukommen oder um sie zu küssen. Und das das meinen wir mit der Differenzierung zwischen intendierter, beabsichtigter Verbeugung oder und einer Handlung, die einer Verbeugung ähnelt, die aber nur ein Mittel ist zu einem Ziel. Das heißt, sie ist selbst gar nicht beabsichtigt. Die Handlung, die Verbeugung hier selbst ist nicht beabsichtigt. Aber sie ist notwendig, um eben eine andere Handlung ausführen zu können. Wie wenn ich mich auf den wenn ich auf dem Boden was aufgreifen möchte oder unter der Couch, und da kann man durchaus eine Bewegung machen, die aussieht wie eine Niederwerfung. Das ist aber keine Niederwerfung, denn sie ist nicht intendiert. So, das ist der Punkt Nummer 3. Der vierte Punkt ist, wenn es hier einfach nur darum geht, dass es eine scheinbare Ähnlichkeit zum Sujud gibt, zur Niederwerfung, oder dass diese Handlung, diese Gestik den Sujud symbolisiert, dann stellt sich folgende Frage. Und zwar, mehr Ähnlichkeit als diese Geste hat das Küssen der Füße. Denn es sieht deutlich mehr nach einer Niederwerfung aus, hat deutlich mehr Ähnlichkeiten zur Niederwerfung als diese Geste. Und wir sehen, dass dies im Hadith oder in der Überlieferung vorkommt, auch wenn diese umstritten sind. Aber wir haben zum Beispiel den Hadith von Zari' ibn Amir, der ist bei Abu Dawud überliefert und anderen. Er sagte, oder hier heißt es, وَكَانَ فِي وَفْدْ عَبْدْ الْقَيْسِ وَكَانَ فِي وَفْدْ عَبْدِ الْقَيْسِ قال فجعلنا نتبادر من رواحلنا فنقبل يد النبي صلى الله عليه وسلم ورجله. Also das bei Abu Dawud überliefert und auch Al-Bukhari überliefert das im Al-Adab al-Mufrad. Er sagt hier, also Zari ibn Amir erzählt, er war ein Teil der Delegation von Abdul Qais. Er sagte, wir beeilten uns, also als sie ankamen und den Gesandten sallallahu alaihi wasallam sahen, wir beeilten uns, von unseren Reittieren abzusteigen, dann küssten wir die Hand und den Fuß des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Nun, das Küssen der Füße erfordert eine Handlung, die wirklich offensichtlich mehr Ähnlichkeit zum Sujud hat, zur Niederwerfung, als eben diese Geste. Aber dennoch sagen wir hier, diese Handlung, die aussieht wie eine Niederwerfung, ist hier nicht bezweckt. Sie ist nicht beabsichtigt. Und genauso ist es mit der Gestik hier, zumal diese Gestik überhaupt keine Ähnlichkeit zum Sujud hat. Und wenn man sagen würde, es symbolisiert aber den Sujud, so handelt es sich aber faktisch gesehen dennoch nicht um eine Niederwerfung. Würde man sagen, es handelt sich hier aber um einen symbolischen Sujud, so muss man aber dennoch sagen oder feststellen, dass es sich faktisch nicht um eine Niederwerfung handelt. Und mehr als diese Geste, wie gesagt, wie schon angemerkt, symbolisiert doch das Küssen der Füße den Sujud. Dementsprechend, das ist völlig in Ordnung, wenn das in den kulturellen Gepflogenheiten so gehandhabt wird, dass man auf diese Art und Weise ältere oder respektable Personen grüßt und ihnen Respekt zollt und dabei die Hände küsst und die Hände dann mit der Stirn berührt. Ja, das ist völlig in Ordnung.